Ich freue mich, dass ich jetzt jemanden auf die Bühne bitten kann, der, wenn ich das Projekt richtig verstanden habe, eine Sache entwickelt hat, die rechtzeitig meldet, dass diese drei Schrauben müde sind. Ich darf Ronald Rigo auf die Bühne bitten, der uns sein Projekt SenseForce vorstellen wird. Und ich bitte inständig darum, dass er das Projekt zur Serienreife führt. Hallo, bitte hilf. Guten Tag. Ja, also die Hilfe ist zuerst mal mit einem Vortrag und dann mit dem Projekt. Zur Information vorab, wir haben im August gestartet als Startup und werden das Projekt noch zur Reife führen und hoffen, das zu erledigen. Ja. Okay. Gut, ich werde versuchen, heute darzustellen, warum gerade Kreativität in unserem Leben eigentlich immer wichtiger werden wird, gerade auch in Bezug auf Big Data. Das mag vielleicht ein bisschen komisch klingen am Anfang und irgendwie vielleicht sogar widersprüchlich, wenn man dann denkt, dass es lernende Algorithmen und Maschinen geben wird, die vielleicht sogar eine Art von Kreativität mimen. Big Data, das ist das eine feine Buzzword, das eigentlich keine klare Definition besitzt und trotzdem in aller Munde ist. Ja. Und wie es dann so oft mit Begrifflichkeiten ist, setzt am Ende ein gewisses Vorurteil durch. Ja. Und zwar jenes, dass durch Technologie und Digitalisierung einfach alles möglich ist, denn wir haben ja die Daten. Im Wesentlichen dreht sich Big Data um die Neuformation von Informationen und ist also eigentlich keine Fremde von Kreativität. Es geht darum, sehr unterschiedliche große Datenbestände, die sehr schnell, im Optimalfall in Echtzeit, in Aktion umgesetzt werden sollen und erneut in den Prozess einfließen wollen. Wir kennen das Ganze aus Social Media, die Anwendung von Big Data, und große Marketer lassen da schon vor, irgendwie uns vorfühlen bei Kim Kardashian, dass man da zielgerichtet einen Markt von Deutschland und größer eigentlich angehen kann. Auch Versicherungen, vor allem im amerikanischen Raum, arbeiten schon an individuellen Risikobewertungen eines jeden durch Erkenntnisse aus Datenanalysen. Um ehrlich zu sein, finde ich es selber ein bisschen befremdlich. Fand aber Versicherungen und Makler davor auch schon sehr befremdlich, ja, die mein Risiko bewerten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch die Gesundheitsindustrie will sich Big Data zu Nutzen machen und durch Analysen eigentlich ihre Produkte stetig weiterentwickeln. So hat ja selbst Google probiert, über einen Algorithmus vorhersagen zu können, wann sich Grippewellen irgendwo ausbreiten auf der Welt. Ja. Haben aber das Projekt, glaube ich, vor circa 2 bis 3 Monaten eigentlich wieder eingestampft. Google ist also doch nicht allmächtig. Was heißt es also nun für die Industrie und für vielleicht ein Auto auf dieser Welt? Da kommen die nächsten Buzzwords, Industrie 4.0, IoT etc. Man kann behaupten, dass durch die Vorreiterrollen von Medien und Finanzindustrie die Industrie ein bisschen unter Druck geraten ist und eigentlich einen sozialen Druck verspürt. Die größten Themen und die größten Potenziale liegen ganz sicherlich eigentlich aus einer makroökonomischen Perspektive in der Knappheit der Ressourcen und deren Verteilung und auch an der Erreichung von Klimazielen. So wird von der Industrie ca. 20% des CO2-Ausstoßes eigentlich produziert. Viel krasser ist das Ganze, wenn man um Elektrizität redet und Energieverbrauch, wo 40% des weltweiten CO2-Ausstoßes produziert werden, und auch da ist die Industrie maßgeblich daran beteiligt. Im Gegensatz zu Social Media und anderen Beispielen ist es aber bei Maschinen etwas schwerer, die Daten zu erfassen. Man denkt daran, dass bei einem normalen Industrieunternehmen im 5-Millisekunden-Bereich Daten produziert werden und das eine enorme Datenmenge verursacht und Unternehmen teilweise sogar ein bisschen überfordert. An dieser Stelle möchte ich eine kleine Milchmädchenrechnung anrechnen. Also man nehme an, es gibt eine Maschine mit 40 Sensoren, die alle 15 Millisekunden Daten in die Cloud schickt, und von diesen Maschinen hat der Unternehmen 800 Stück, dann kostet es bei Amazon lockere 3 Millionen im Monat. Tun das einfach mal speichern.
ist natürlich eine große Hürde. Und wie geht man jetzt mit den Erwartungshaltungen von der Menschheit vielleicht an Unternehmen, von Geschäftsleitungen etc. an Entwickler und IT-Leiter um? Das ist die große Frage, wo soll man anfangen, wie die Geschäftsleitung abholen, wie die Kollegen und Mitarbeiter einbinden. Ganz sicherlich werden in absehbarer Zeit nicht irgendwie die intelligenten Algorithmen unsere Welt weiterentwickeln und Maschinen die Welt übernehmen, so gerne auch Thesen von Ray Kurzweil und anderen Transhumanisten irgendwie lese, sondern es wird die Kreativität sein, die uns einen Schritt weiterbringt und einen Schritt näher zur Realität, ja, um die Themen auch irgendwo zu stemmen. Das ist jetzt ein Bild von den Höhlen von Lascaux, was ich ein ganz gutes Beispiel finde. Es ist 20.000 Jahre alt und im Wesentlichen haben sich die Menschen damals eigentlich aufs Wesentliche konzentriert. Und das Thema mit dem Speichern haben sie, glaube ich, auch gelöst. Ja, in der heutigen Zeit ist das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger gestaltet. Wir haben eine enorme Datenflut, es fällt sich schwer, die Daten zu verarbeiten. Das menschliche Gehirn reicht für die großen Datenmengen ganz sicherlich nicht mehr aus. Vor allem nicht bei maschinenproduzierten Daten, die komplexe Prozesse beinhalten. Und eine Lösung, so einer Speerspitze, wie es bei Lascaux der Fall sein kann, könnte künstliche Intelligenz sein, die uns da weiterhilft. Ja. Der Bulle wäre dann in der heutigen Zeit vielleicht die Wasserknappheit, der Hunger, die Klimawandel oder die Energieeffizienz. Die Liste an positiven Dingen könnte da sicherlich weit fortgeführt werden. Es gibt aber auch die andere Seite der Medaille. Künstliche Intelligenz könnte sicherlich auch viel anrichten, je nachdem, wie man sie einsetzt, wie der Mensch sie einsetzt. Es würden ethische Fragen werden auf uns zukommen, zum Beispiel wann wird wer irgendwo bei dem Beispiel zum Beispiel Tesla überfahren, das gibt es ja wirklich, also diese Entscheidung der Intelligenz, soll sie anhalten, ja, nein und wann. Und da würde ich mich gerne an Paul Watzlawick lehnen, der für mich einer der größten Optimisten ist und der in dem Dilemma ganz sicherlich die Frage stellen wird, ist die Flasche halb leer oder ist die Flasche halb voll? Und ich bin der Meinung, dass die Flasche halb voll ist. Und ich möchte an intelligente Stromnetzwerke denken, die unsere Energieeffizienz steigern, eine Reduktion des weltweiten Ressourcenverbrauchs und Ingenieure, die ihre Konstruktionen um 30% verbessern, weil sie ihre echten Belastungsdaten kennen, ihre Kunstwerke. Ja, was machen wir? Wir sind Sensforce, ein digitales Startup im Industrial IoT-Bereich und wollen eigentlich die Plattform schaffen für effizientere und bessere Industrie der Zukunft. Dankeschön.